ESTV, Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Raphael Treite. Johannes M. Fischer wird gleich Lesart heute Abend moderieren. Tolles Thema, Deutschland 2050. Das Buch ist, wenn man reinschaut, nicht ganz aktuell. Letztes Jahr im Sommer erschienen, aber ich glaube, der Inhalt brisant und aktueller denn je. Ja, wir laufen ja Gefahr, dass es noch aktueller ist, als draufsteht, 2050. Es beschreibt also Deutschland, wie es aussehen könnte, wenn nicht irgendetwas getan würde in Sachen Klima. Und da hat er sehr, sehr viele Fakten zusammengetragen. Aber die Zeit inzwischen, kann man sagen, die rennt tatsächlich ein wenig weg. Manche Dinge kann man auch schon vorher taxieren. Aber er hat aber auch einige Worst Case aufgeschrieben, die von Wissenschaftlern entworfen worden sind. Und insofern ist es ein sehr interessantes Buch. Es ist sehr neutral geschrieben. Man kann dazu dann stehen, wie man will. Man kann sich damit auseinandersetzen. Man kann das auch überlegen, ob das alles so zusammenpasst oder nicht. Aber es ist sehr sachlich gemacht und ohne irgendwelchen emotionalen Tiefgang, so dass man irgendwie mitgerissen werden müsste. Es ist ein sehr, sehr informatives Buch. Vielleicht hätte ja auch Nick Reimer, den wir gleich im Gespräch haben, einen Tipp für uns, was wir direkt jetzt beginnen können und nicht erst bis 2050 warten sollten. Nick Reimer, es geht natürlich um das aktuelle Buch, aber was ich spannend finde bei Ihrer Biografie, Sie haben die erste ostdeutsche DDR Öko-Zeitung mit auf den Weg gebracht, Ostroika. Also die erste überregionale. Es gab schon welche im Untergrund, aber wir waren sozusagen die erste offizielle mit Lizenz. Wir haben damals das neue Forum mitbegründet und eine der wichtigen Aufgaben war es, Aufklärung in Sachen Umwelt zu betreiben. Und ich habe damals gemerkt, dass das ist, woran mein Herz klebt und bin offenbar dabei geblieben. Die wichtigste Frage, die mich beschäftigt, Sie lesen ja selbstverständlich aktuell aus dem Buch, aber was können wir denn jetzt tun? Womit können wir jetzt anfangen, dass wir nicht 2049 alle aufwachen und uns die Augen reiben und eigentlich nicht mehr weiter können? Wir müssen uns im Klaren werden, wie groß das Problem ist. Weil nur wenn wir uns über das Problem einig sind, kommen wir aus der Schockstarre raus und kommen ins Handeln. Und wir müssen jetzt handeln, weil viele Dinge im Weltklima von sogenannten Kippelementen bestimmt werden. Und wenn die einmal anfangen umzukippen, dann verheeren wir die Welt in einer Art und Weise, das können wir uns gar nicht vorstellen. Also ein Beispiel vielleicht, der grönländische Eisschild, der ist 3300 Meter hoch. Wer in die Berge geht, der weiß, packt den Pullover ein, oben ist es kühler als unten im Tal. Wenn dieser Eisschild anfängt abzuschmelzen, dann schmilzt der von oben nach unten in immer wärmere Schichten. Das ist ein Prozess. Wenn Sie den einmal anfangen, können Sie nie wieder anhalten. Der Meeresspiegel wird durch alleine dieses Abschmelzen um 7 Meter ansteigen. Emden liegt 1 Meter hoch. Daran sehen Sie New York, Bangkok, Städte wie Alexandria, Basra, muss zurückverlegt werden, kann man nicht halten. Die Menschen werden fliehen müssen, wir werden Flüchtlingsbewegungen bekommen, die können wir uns noch gar nicht vorstellen. Es ist günstig, jetzt anzufangen und nicht so zu tun, als würden wir schon Klimaschutz betreiben, denn das machen wir leider noch nicht. Haben Sie gerade für das Jetzt-Anfangen konkrete Tipps? Also ich kann nur von mir sprechen, ich habe meine Oldtimer-Passion einfach beendet. Also ich habe jetzt die Modelle noch im Regal stehen, aber ich habe diese Fahrzeuge nicht mehr. Also ich bin gerade durch Esslingen gelaufen und habe den schönen Weihnachtsmarkt gesehen. Wenn ich mir das angucke und mir dann jemand was von Energiekrise erzählen will, dann weiß ich nicht, wie Energiekrise tatsächlich aussehen soll. Okay. Also wir machen einfach so weiter wie bisher. 22 Grad Raumtemperatur, darüber reden wir. Und gleichzeitig bauen wir eine fossile Infrastruktur auf mit den LNG-Terminals in Nord- und Ostsee. Und haben überhaupt nichts gelernt und fangen überhaupt nicht an, in irgendeiner Form Klimaschutz zu betreiben. Wir sollen 15 Jahre lang von Katar fossile Energie beziehen. So wird es nichts. Das sehe ich auch so. Und trotzdem, was kann jede Einzelne zu Hause tun? Wir dürfen das Problem nicht individualisieren. Es ist ein politisches Problem. Wir müssen es politisch lösen. Okay. Das heißt, jeder Einzelne muss seinem Abgeordneten einen Brief schreiben und reinschreiben, fang an mit Klimaschutz. Okay.
Ich brauche ein Tempolimit. Wir müssen jetzt anfangen, auf fossile Energie zu verzichten. Und im Gespräch mit Johannes M. Fischer zeigte Reimer wenig Verständnis dafür, wie die Politik mit der Klimakrise umgeht. Ich finde das insofern dramatisch, weil wir eine Wissenschaft haben, die so evident mittlerweile aufzeigt, was passiert, die seit 30 Jahren, mehr als 30 Jahren, uns so dramatische Bilder vor Augen führt, dass mir nicht ganz klar ist, wieso Politik nicht in der Lage ist, das zu verstehen. Mitte des Jahrhunderts werden 70-90% aller Korallen weltweit verschwunden sein. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel schaffen sollten, verschwinden mindestens 70% aller Korallen. Wenn wir 2 Grad einhalten könnten, verschwinden 99% aller Korallen weltweit. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Nahezu jede maritime Nahrungskette beginnt irgendwo in irgendeinem Warm- oder Kaltwasser-Korallenriff. Die Messen sind bereits gelesen. Das ist durch, sagt die Wissenschaft, sagt nicht ich. Und statt dass jetzt Politiker anfangen zu sagen, okay, das ist ja wirklich ein Problem, da müssen wir uns mal was überlegen, wird über die grüne RAF gesprochen. Herzlichen Glückwunsch. Und auch, dass Deutschland noch kein Tempolimit auf den Autobahnen hat, löst bei Reimer viel Unverständnis aus. Es gibt auf dieser Welt noch 9 Staaten ohne Tempolimit. Das ist der Bhutan, das ist der Irak, das ist Afghanistan, das ist der Südsudan. Das sind also alles Straßen, wo es nicht mal alles Staaten, wo es nicht mal Straßen gibt. Und Deutschland. Ja? Und ich selber in meinem Freundeskreis habe dann Leute, die sagen, warum willst du mir verdammt nochmal das Autofahren, das schnelle Autofahren verbieten? Na, das ist doch ganz klar, weil du mit deinem Rasen mir meinen Wald kaputt machst. Die Buche braucht 450 Liter Regen im Jahr. Die haben wir jetzt schon nicht mehr. Und jetzt muss doch Politik einen Interessenausgleich hinbekommen und sagen, okay, Rasen geht so nicht mehr, weil der Wald demnächst nicht mehr da ist. Wir müssen einen Interessenausgleich zwischen Waldbesitzer und Autofahrer herstellen. Ich meine, wir wollen jetzt elektromobil die Zukunft gestalten. Was ist denn das für ein Quatsch? Wir nehmen die alte Mobilität, packen einen neuen Motor rein und machen den gleichen Mist weiter. Wir haben 2,8 Tonnen Auto, die jetzt zwar elektrisch angetrieben werden, aber trotzdem bloß 70 Kilogramm Mensch durch die Gegend tauchen. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch nicht evolutionär. Dies waren nur 2 Dinge, welche Reimer in seinem Buch Deutschland 2050 aufzeigt. Doch sie verdeutlichen, wie wichtig es ihm ist, sofort mit dem Klimaschutz zu beginnen. Und das weltweit. Denn sonst wird die Erde, so wie wir sie kennen, 2050 eine andere sein.